Während die Nordseestrände gerade aus dem Winterschlaf erwachen, trainieren die beiden deutschen Top-Teams im Beachvolleyball auf Fuerteventura. Das Strandleben kann manchmal schon kurz nach Sonnenaufgang beginnen. Für Sarah Goller und Laura Ludwig mit vollem Körpereinsatz. Nicht am Netz, sondern ausnahmsweise mal vor der Kamera. Und es ist wirklich verdammt früh. Warte, noch ein Strandspaziergänger, einen Moment. Ja, es ist auf jeden Fall anstrengend. Es ist nochmal Zeit, die drauf geht, die wir nicht trainieren können. Aber es macht uns auf jeden Fall Spaß und wir wissen, dass es wichtig ist. Und deswegen, gerade vor Olympia, interessieren sich sehr viele für uns oder sehr viele für den Sport. Und deswegen machen wir das sehr gerne. Ist auch mal was anderes. Ja. Beachvolleyball spielen tun wir jeden Tag. Während Sarah und Laura bereits das vierte Fotomotiv abarbeiten, gehen es Julius Brink und Jonas Reckermann, na sagen wir mal, etwas gelassener an. Trainingsbeginn war eigentlich um 9 Uhr. Halbe Stunde zu spät. So eine halbe Stunde Verspätung kann man durchaus mal verkraften. Das Trainingspensum ist für die amtierenden Europameister ohnehin stramm genug. Täglich 2 Trainingseinheiten, dazu Physiotherapie und Gewichte stemmen im Kraftraum. Das Ziel ist, bei Olympia in London eine Top-Leistung abzuliefern. Das ist sicherlich das Highlight von Jonas und meiner Karriere. Wir sind jetzt beide im Alter, wo wir dort sicherlich unsere beste Leistung abrufen wollen und auch rein physisch dazu in der Lage sind. Haben schon beide Erfahrungen, so durchmischte Erfahrungen mit Olympischen Spielen gemacht. Und London ist wirklich eine sensationelle Stadt. Tolle Metropole mitten in Europa. Viele Freunde können uns da besuchen. Die Erwartungen sind hoch und ich freue mich einfach total drauf. Hinter den beiden liegt eine intensive Saisonvorbereitung. Für mehrere Trainingslager sind sie um die halbe Welt gereist. Und haben in den letzten Jahren immer vor Weihnachten Trainingslager gehabt auf Teneriffa. Das dieses Jahr und auch im letzten Jahr sind wir dann von Anfang Januar bis Mitte Februar nach Neuseeland geflogen. Ja, nach Neuseeland waren wir 2 Wochen zu Hause, sind dann hierhin geflogen nach Fuerteventura. Dann nochmal ein Break, dann wieder 2,5 Wochen Trainingslager, werden wir nach Kalifornien fliegen. Ja, und dann geht die Saison los. Dazu kommen Fotoshootings. Die Aufmerksamkeit wächst, so kurz vor den Olympischen Spielen. Die Momente zu Hause sind selten. Ja, das Beachboy-Leben hat seine Schattenseiten. Turniersieg, das ist wirklich der ganz normale Wochenrhythmus. Turniersieg, Medaille in der Hand, nach Hause. Dann sind da 50 Freunde, die mit einem Party machen wollen. Dann ist halt erstmal ganz wichtig, dass ich die Wäsche wieder sauber kriege für den nächsten Tag, weil dann muss ich ja schon wieder das nächste Turnier gewinnen. Das ist echt das ist verdammt anstrengend, unser Job. Und dann natürlich die Party noch, ne? Und dann 4 Turniersiege in Folge wird dann verdammt schwer, weil dann schaffen wir dann nicht mehr mit. Auch mit dem ganzen Wäschewaschen kommen wir dann nicht mehr hinterher. Freunde und die häusliche Waschmaschine haben auch Laura und Sarah lange nicht gesehen. Training am Nachmittag gegen ein britisches Team. In der heißen Phase vor dem Saisonbeginn kommen Körper und Psyche an ihre Grenzen. Also wenn man halt Schmerzen hat, so, dann gibt es schon mal so Tage, wo man irgendwie sagt, oh, ich habe keine Lust mehr. Aber die gibt es wahrscheinlich in jedem Job. Jetzt Sarah zieht es ein bisschen in der Schulter, aber sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Dann das wird aber auch wieder gut gehen. Und die ist auch ein Beißertyp, ne? Wir sind jetzt sicher nicht die Top-Gold-Medaillen-Favoriten, aber wir haben auch schon Medaillen geholt auf der World Tour und sind sicher schon so ein kleiner Geheimfavorit auch auf eine Medaille. Die Anspannung ist schon da. So. Also diese Olympia ist jetzt einfach sehr nah und man weiß einfach, wie schnell das geht. So. Ist klar, wir fahren zu den Olympischen Spielen, um die Medaillen mitzuspielen, um vielleicht auch sogar ganz oben zu stehen. Bestes Beachvolleyball spielen und dann glaube ich da schon, dass eine gute Beziehung rauskommen wird. In der Vorbereitung jetzt ist vieles glatt gelaufen und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch in London ein gutes Turnier spielen werden.